そもそも家にいたのは胃腸炎になりまして、病気になりまして、Es begann, als ich wegen einer Krankheit lange zu Hause bleiben musste. Ich konnte mehrere Wochen nicht in die Schule gehen. In der Schule hat man seine Mitschüler. Ich hatte während meiner Krankheit nur Fernsehen, Radio und Zeitschriften. Die ersetzten meine Freunde. テレビであり雑誌であったのではないかと思うんですけど、もし今からやるということになるんであれば、so wurde ich durch die Umstände Otaku. やはりオタクを目指してやったわけではない。Ich entwickelte mich zum Otaku. 実際、やってそうこうしているうちにそれがオタク的であったということになると思いますけど、それを持っていること自体が、Der Besitz der Dinge gab mir eine Identität.Auf der Suche und beim Sammeln dieser Dinge konstruierte ich mein Wertesystem. Dann begann ich zu arbeiten und hatte keine Zeit mehr dafür. Zurzeit ist mein Videorekorder immer an. Ich nehme viel auf. Früher habe ich noch mehr aufgenommen. Aber heute nützen mir die vielen Kassetten und Filme nichts mehr. Die Pornovideos zeigen sexuelle Handlungen in einer virtuellen Welt. Und insofern dienen sie der sexuellen Aufklärung. Habt ihr schon mit jemandem geschlafen? Ich schon. Und wo? Ein dafür bestimmter Ort. Hat es dir gefallen? Naja, es war ein wenig peinlich. Ich habe Kreuzschmerzen bekommen. Es war nicht das erste Mal, dass ich in so einer Einrichtung war. Ich war in dieses Mädchen nicht verliebt. Ich wusste ja, dass sie nur ihre Arbeit tat. Deswegen habe ich wenig gefühlt. Wäre ich jünger, naiver gewesen und hätte ich das alles nicht gewusst, hätte ich sicher mehr empfunden. Wir waren oft zusammen gewesen und irgendwann fing er an, mich ständig mit seiner Lust auf ein Mädchen vollzulabern. Er war besessen davon. Dann habe ich ihn in so eine Einrichtung geführt. Aber meine gute Tat hat schließlich doch nichts genützt. Ich habe keine Lust, mein Geld für sowas auszugeben. Ich glaube, dass die Idole ein Mittel sind, um meine Libido abzureagieren. Aber nicht alle sind meiner Meinung. In unserem Alter masturbiert man. Es gibt einige, die dabei an ein Idol denken. Andere schaffen es nicht. Und es gibt auch welche, die schaffen es nur, wenn sie an ein bestimmtes Idol denken. Meine Bewunderung für mein Idol war so groß, dass ich mir so eine respektlose Handlung verboten hatte. Wenn ich es dennoch tat, hatte ich furchtbare Schuldgefühle. Früher waren die Idole unantastbar, wie Mari Amashi zum Beispiel, in den 70er Jahren. Diese Verehrung wurde bewahrt, indem man sie noch mehr mystifizierte. Was interessiert euch an diesen Filmen? Dass ihr darüber reden könnt? Gelegentlich sehen wir sie schon an, weil sie erregend sind.
ist das typisch Otaku. Es ist eher persönlich. Früher war ich stolz, so viele Filme zu besitzen. Aber diese Zeit ist vorüber. Heißt das, ihr werdet jetzt erwachsen? Sicher. Ich verliere die Züge, die typisch für einen Otaku sind. Aber vor allem der Otakismus hat sich verändert. Ich betrachte mich als aktiven Otaku. Es gibt viele wie mich, aktive Otakus, etwa solche, die Daten sammeln. Diese Art von Otakus gab es früher nicht. Ich wünsche mir, dass viele auf eine positive Weise aktiv werden. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Schande ist, Otaku zu sein. Die Sache selbst wird nie gezeigt, aber die Gesten sprechen für sich. In dieser Hinsicht ist es das beste Pornospiel, das ich je gesehen habe. Und ich habe wirklich viele gesehen. Ich heiße Koji Watanabe. Ich bin der Direktor von GTV. Seit über 8 Jahren betreibe ich Spielsalons für Videospiele. Ich schreibe Romane, deren Held ein Spieler ist, und mache Fernsehsendungen und Zeitschriften für Spieler. Ich träume oft, dass ich mit den Automaten Liebe mache. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben. Ich beobachte die jungen Spieler. Sie bewegen die Figuren, als wären sie es selbst. Sie verschmelzen mit dem Spiel, wissen nicht mehr, wer sie sind. Es gibt eine neue Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Bisher hat der Mensch den Computer als eine Maschine für seine Arbeit benutzt. Jetzt wird der Computer zu so etwas wie einer Verlobten. Zum Beispiel, ich kann mit einer echten Frau nur dann schlafen, wenn sie da ist. Mit dem Computer kann ich mit einer schlafen, die am anderen Ende der Welt ist. Oder gar mit einer Frau aus der Zukunft. Was mögen Sie an den Videospielen? Spiel und Alltag, das ist zweierlei. Im Spiel kann man Dinge versuchen, die in Wirklichkeit unmöglich sind. Wenn ich einen Held ausgesucht habe, identifiziere ich mich vollkommen mit ihm. Das heißt nicht, dass ich der Wirklichkeit entfliehen will, aber durch das Spiel bekomme ich etwas, das im Alltag fehlt. Ich
Ich hasse meine Zeit nicht, aber in meinem Leben gibt es nur die Spiele. Was fehlt Ihnen in Ihrem Leben? Einem durchschnittlichen Leben fehlt der Thrill, vor allem in Japan. Das ist ein so sicheres Land, ohne Gefahren. Im Spiel kann man sich verletzen, töten, sterben, ohne wirkliche Folgen. Das gefällt mir. Träumen Sie davon, mit dem Computer Liebe zu machen? So weit gehe ich nicht. Aber es kommt vor, dass ich von Spielszenen träume. Im Spiel schaffe ich es, Dinge zu tun, die ich in Wirklichkeit nie zustande brächte. Warum sind Ihnen die Frauen im Spiel lieber? Selbst wenn ich in Wirklichkeit eine Frau finde, die große Brüste hat, dann sind sie nicht unbedingt vollkommen. Im Spiel sind sie wirklich so. Das gibt es in der Wirklichkeit nicht. Im Videospiel sind die Mädchen ideal, aber in der Wirklichkeit sind sie launisch. Sie tun nie das, was ich möchte. Das ist der Unterschied. Was würden Sie für das Spielen aufgeben? Da ich glücklich bin, wenn ich spiele, kann ich meine ganze Zeit mit dem Spielen verbringen. Ich spiele ständig. Da bekomme ich natürlich das Etikett Otaku, ein düsterer Typ. Dass man mich für einen Otaku hält, weil ich immer spiele, das stört mich am meisten. Street Fighter 2 ist das populärste Spiel in Japan. Wir nehmen auf Video die besten Spielerfolge eines Profispielers auf und vermarkten das. Ein Profispieler hat besondere Eigenschaften. Er kann uns neue Tricks verraten, Lösungen für neue Spiele finden oder Techniken entwickeln, von denen der Laie nur träumen kann. Er kommt ins Fernsehen, man berichtet in Zeitschriften über ihn oder man vermarktet seine Spielerfolge auf Video. Das tun wir hier. Die ganz Großen, die man Supermanias nennt, kommen jeden Tag ins Gamecenter. Es gibt einen riesen Andrang, wenn sie spielen. Davon gibt es 70.000 bis 80.000. In riesigen Hallen finden Videos.